Herzlich willkommen zu Top of Flop mit Ski69. Servus. Und mit mir JC, wieder um 14 Uhr sonntags. Juhu. Wir spielen heute ein sehr, sehr tolles Spiel, das seht ihr gerade. Wir haben uns das Ultimate Tic-Tac-Toe von Steam heruntergeladen und wollten es testen. Es hat... Ist natürlich... Oh, ja? Sorry. Ist natürlich klassisch für die Top of Flop Sonntags-Rubrik Free-to-Play. Genau. Wer das erste Video gesehen hat, weiß, es hat, was Top of Flop ist. Es hat erstaunlicherweise sehr gute Bewertungen gekriegt in Steam. Jetzt wollen wir mal selber gucken, wie es ist. Okay, ja, also die Sounds, die sind schrecklich. Ja, gut. Ich denke mal, das ist halt so extra, weil es ein nicht aufwendiges Spiel ist. Ja, also im Menü haben wir mal den Menüpunkt New Game, den würde ich natürlich zum Schluss angehen. Ja. Ich würde sagen, wir fangen an mit Options, oder? Also Optionen. Ja, Options. Also... Ist klar, Grafik kann man jetzt nichts einstellen, weil ich denke mal, da gibt es nichts Großartiges. Nee, also bei mir seht das jedenfalls nicht. Das Spiel ist standardmäßig auch nur im Fenstermodus. Ja, genau, bei mir auch. Ist ja klar. Okay, was kann ich hier? Ich kann einmal den Schwierigkeitsgrad einstellen, der ist standardmäßig auf hart. Also ja, okay. Ich gehe mal kurz durch und guck mal. Also es gibt leicht, also easy, normal und hart. Okay, der ist standardmäßig schon das Schwerste, was es gibt. Ja, bei mir war es auch auf hart. Turntime, Infinite. Ja. 30 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden. Infinite ist unbegrenzt, gell? Glaub ich. Ich glaube, ja. Ja. Player kann 1 hier noch... kann man X oder 0 einsetzen oder Kreis ja. Halt. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch mal das X gesetzt. Ich mache jetzt mal 0, dass, wenn wir gegeneinander spielen. Okay, wenn es funktioniert. Ja, okay. Wenn es funktioniert, genau. Dann kann man natürlich noch den Game-Sound und den Menü-Sound ein- und ausstellen. Also jedem, der das Spiel ernsthaft spielen will, sollte die, wie man jetzt hier bei mir hört, die Sounds bloß ausstellen. Also ich mache mal den Menü-Sound aus. Game-Sound lasse ich mal an. Ja, ich mache ihn auch aus. Okay. Leaderboards. Okay, ja da gut, man hat seine eigenen... Also bei mir ist jetzt Level Around und No Data da. Und bei Level Around kann ich hier ein bisschen... Ah, Friends, da kann ich über... Ah. Da kann man dann Singleplayer wahrscheinlich vergleichen. Oder Multiplayer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ich kann hier auf jeden Fall auch Friends sehen und Top und sowas. Ja, da kann man wahrscheinlich... Ah, nee, bei Top kommen sogar Namen bei mir. Top? Bei Level und so. 50, jetzt müssen wir mal wissen, was 50 ist. Die haben alle 50 Punkte. Das ist Level. Ach, da kann man Level. Over kann man ist Level und zum Beispiel hier kann man jetzt gut sehen, Shortest Time to Win, das ist der Lone Wolf mit 9 Sekunden. Sekunden, Alter. Also, ich sag mal so, Gratulation an dich, falls du das Video anschaust. Genau. hier unten rechts sieht man bei mir jetzt auch mein Steam-Name, ProG, Ski69 und ich bin Level 0, weil ich ja noch nie gespielt habe. Ja. Bei mir steht natürlich JC da. Da gibt es Erfolge, wo man freischalten kann. Ja, habe ich auch schon gesehen. Gehen wir mal drauf, oder? Ja. Kindergarten. Gewinne ein Game mit X. Okay. Gewinne ein Game mit 0. Wow. Ja, okay, das sind jetzt... 20 Spiele gespielt, ja, das sind wirklich so die... Also, das motiviert wirklich niemanden, um das Spiel zu spielen. Ja. Hilfe, da gehe ich jetzt nicht extra drauf. Ah, oh, nee, das ist ein großer Text, also nee. Und Credits wird auch ein Riesentext sein. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, gehen wir mal auf New Game. So, Singleplayer, Hot Seat. Also, hier muss ich echt schon mal so ein klein wenig sagen. Ich weiß nicht, was Hot Seat jetzt bedeutet. Aber es könnte Singleplayer sein, irgendwas. Bestimmt ja, so ein extra. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal. Wir können einmal LAN mit einem Kumpel spielen oder über Steam. Und einen Singleplayer haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht für ein Spiel der Art, meiner Meinung nach. Es ist übersichtlich. Ja. Gut, jetzt erstmal... Ja?
Wer will so Multiplayer-Steam, oder? Ja, genau, jetzt erstmal gucken, ob es überhaupt klappt, ne? Das ist wieder die andere Sache. Okay, was machen wir denn? Wir machen Ultimate, oder? Und Classic kennen wir ja. Ja, was ich forget, Ultimate forget oder Ich forget weiß es total. nicht. Können wir mal einfach Wir können mal Ultimate machen und dann Ultimate guck mal, Forget, hier bei Ultimate steht Big Board containing smaller boards. Und was steht hier? Big Board, smaller boards, oldest fourth game. Ach, ja, komm, wir machen einfach mal Ultimate. okay. So, soll ich jetzt einfach mal einladen? Das finde ich, ja. Aber ich muss hier jetzt auch noch kurz was sagen. Das finde ich auch super. Invite Friend. Ja. Das hat ja letzten Sonntag eindeutig gefehlt. Das stimmt. Ich habe dich jetzt eingeladen. Ja, das sieht man jetzt wahrscheinlich hier nicht. Ich hoffe, das funktioniert. Hast du denn eine Einladung gekriegt? Ja, oder? Ja, ich habe eine Einladung gekriegt, aber. Ja. Ja, was ist das Problem? Der Ja, connectet nicht, oder was? und jetzt habe ich Steam Overlay hier. Aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd gerade. Dann lad Ich du mich einfach mal ein. probier mal. Lad du mich einfach mal ein, genau. Ich probiere mal, ob ich dich einladen kann. Okay, hier sehen wir mal Waiting for Friend. Ja, ich habe jetzt mal drauf gedrückt. Also drauf Ja, gedrückt gut. habe ich mal. Ja, bei mir kam auch nichts, bei mir ist auch nichts passiert. Ach Mann, nicht schon wieder, oder? Es hat so gut angefangen, das Spiel. Das gibt's doch nicht. Lad mich doch mal ein. Okay, back. Invite, friend. Geht jetzt? Ich habe auf jeden Fall mal gedrückt, aber es tut sich nichts. Ach, das darf dann nicht wahr sein. Sollen wir mal Random Opponent ausprobieren? Ja. Wenn du jetzt gleichzeitig gedrückt hast mit mir, kommen wir ja vielleicht trotzdem zusammen. Vielleicht haben wir Glück, ja. Oh, wer weiß, wie viele spielen. Vielleicht spielen da jetzt tausende Spieler gerade. Aber das Coole ist, der sucht und sucht. Und du bei dir wahrscheinlich auch. Warum findet er uns beide nicht? Waiting for Opponent. Ja, Also bei mir werden bei dir die genauso. Punkte gehen, bei die die 3 Punkte sind aber einfach da, oder? Da passiert Ja, nichts. passiert genau nichts. Bin mir ganz sicher, ob der sucht. Ach Mann. Also dafür, dass es eine positive Bewertung im Steam hat und man Ja, sich nicht vielleicht spielt es einladen die kann. Leute ja nur offline. Das kann auch sein. Also ich gehe jetzt nochmal auf Back. Ja. Versucht. Warte mal. Ich gehe jetzt einfach mal ins Hauptmenü. Probiere mich mal nochmal einzuladen. Vielleicht geht es auch eher so. Invite Friend. Einladen. Do you accept? Yes. Ja! Ja! Wie geil ist das? Ach du Scheiße. Man muss. Okay, wer fängt an? Your turn steht bei mir, also ich fange an, aber jetzt mal im Ernsthaft. Spielen wir jetzt jedes einzelne Runde? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du kannst, egal wo, kannst du anfangen. Oder? Nee, Ja, ich glaube ich muss schon. jetzt dein Feld benutzen. Ah, okay. Ah, nee, jetzt muss man in der Mitte spielen. Ach du Scheiße, das ist so randommäßig. Ach du Scheiße. Oha! Ach, jetzt muss ich hier oben spielen. Ach du Scheiße. Ich mach die Mitte. Mein Turn hier. Ja, genau, jetzt darfst du hier zweimal spielen in der Mitte. Und du darfst unten dafür zweimal spielen und ich nicht. Stimmt. Das ist ja toll. Alter, das ist ja richtig random.
Du darfst und Ja, ich darf. Wir genau. dürfen gleichzeitig, gell? Nee, du durftest nur, ich durfte nicht. Rechts in der Mitte durftest du doch, oder? Das hat nämlich bei mir blau geleuchtet. Bam! Ja, toll, wow. Ich finde es gerade nicht so witzig, ne? Bam! Ey, was ist das? Ich krieg immer die leeren Felder. Ich sag mal Bam. Oh nein, du darfst hier spielen, scheiße. Du darfst jetzt überall spielen, oder was? Boah, wie geil ist das denn? Ich darf mir aussuchen, wo ich spielen darf, ey. Also das Feld habe ich gewonnen. Außer wenn ich jetzt zweimal drankomme. Oh ja, du Pisser, ey. Okay. Hä, wo darf ich spielen? Ah, da. Oben links. Ja, ey. Ah! Ey, das ist voll unfair. Ja, ist schon ein bisschen Ich krieg komisch wieder gerade. das leere Feld. Jawohl. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Hier. Ach, warum mache ich denn da, ey? Ja, jetzt darfst du eh aussuchen. Okay. Ah, jetzt darfst du auch wieder komplett aussuchen. Ja. Verdammt. Ja! Ach Mann, ey. Ja, Ach so geht es. Jetzt verstehe ich das. jetzt habe ich es auch kopiert, aber trotzdem, ey, ist schon übel. Juhu, mein erster New? Win. New? Ja, New. Okay, ich darf anfangen. Fangen wir hier an. Nee, du darfst? Ich Hä? darf. Ich kann. Stimmt, ich Ah, darf. jetzt. Es Komisch. hat irgendwie komisch gebackt. Ach, Ich konnte ich jetzt. bin jetzt X, deswegen. Du bist jetzt Ach rot. so. Wir haben jetzt einmal getauscht. Okay. Ich mach einfach über die Mitte. Ja, komm, du darfst nur in der Mitte spielen, ey. Das war unfair. Ja, das ist. Ah, ich raff's. Ich raff's, Spiel. Ich habe jedes Mal in der Mitte gemacht und dann kommt das mittlere Feld für dich frei. Das heißt, wenn ich jetzt Mitte mache. Ah, jetzt darfst du überall. Siehst du? Weil das mittlere Feld schon weg ist. Jetzt. Ah, okay, das ist schon. Jetzt ist schon ein bisschen interessanter. Jetzt muss man Ja, auch jetzt wirklich wird's auf jeden denken. Fall interessant. Ach du Scheiße, ey. Jetzt hast du schon einen Punkt. Du bist dran, gell? Aha. Ja, das ist jetzt schon interessanter. Das macht jetzt schon ein bisschen mehr Spaß. Da muss man jetzt sogar Auf jeden Fall, ja. nachdenken. Ja. Ach, Scheiße. Das ist halt dumm von mir. Was? Jetzt muss man echt überlegen, ey. Ja, auf jeden Fall. Brutal. Setzen mal. Ach Scheiße, jetzt darfst du alle Spiele. Oh Mann, bin Ja, ich geil, blöd. geil. Wenn du es jetzt Ja. clever machst, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du es jetzt clever machst. Das ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ich finde es jetzt wird es langsam spannend. Ja. Ach.
Nein, da wollte ich dich gar nicht spielen lassen. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es vermasselt, ne? Für dich. Danke! Habe ich nicht gesehen, scheiße. Ja, aber ich kann da Na eh nichts gut, ich muss machen. es aber hier setzen. Stimmt, scheiße. Huh. Oh. Das ist auch mies jetzt. Ja, ich muss auch immer gucken, auf welchem Feld lasse ich dich spielen. Ich lasse dich auf dem spielen. Ich auf dem Feld. Okay, oh, das ist jetzt übel, ey. Dann darfst du da auch nochmal spielen. Ach Mann. Oh, das ist echt scheiße. Das, was dir gehört, da kannst du Dreier machen. Aber ich kann auch deinen Dreier Egal. vernichten. Dann suchst du einfach aus. Verdammt, jetzt darfst du aber auch aussuchen. Ja. Du kannst auch überall einen Dreier setzen. Ja, jetzt muss ich aber nur überlegen. Du kannst danach wieder ein Dreier setzen. Oder du machst ihn zu. Stimmt, aber dann ist Ich mein kann Dreier nur den weg. eine. Ich kann nur den eine setzen. Du kannst zwei setzen, unten und rechts kannst du setzen. Oh, stimmt, den unter habe ich gar nicht gesehen. Machen wir mal das hier. Den zu. jetzt kann ich hier spielen. Ach, Menno. Das ist voll übel. Ja, ohne Scheiß. Aber jetzt weiß ich Schon auch, mit. warum, jetzt weiß ich auch, warum man jetzt bei Steam gute Bewertung gekriegt hat, weil das ist echt komplex so. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibst du mir das dümmste Feld, Ja, gell? ich weiß, aber du kannst Schwein X zumachen, theoretisch. Ja, aber dann kannst du frei wählen. Ja, stimmt auch wieder. Danke. Bitte. Jetzt wird's eng. Oh, jetzt hat er mein Dreier vermasselt, ey. Doch scheiße. Ich muss da jetzt hin machen. Für mich geht's jetzt gar nicht mehr. So, du kannst noch links und rechts kannst du noch voll machen. Oh, Theoretisch. stimmt. Ja, aber praktisch nicht. Ja, wenn ich es Wenn. verhindere, dann nicht.
weil du jetzt hier sitzt. Ja, stimmt. So, und jetzt? Zählen vielleicht dann am Ende die X und die Kreise? Wer mehr Das hat? kann doch sein, aber das Spiel da oben ist eh. Das kann keiner mehr von uns beide gewinnen. Das rechts oben im Eck. Ja, und überhaupt kann man nicht Und mehr ich muss gewinnen. hier setzen. Und jetzt bleibt für dich auch nur noch eine Möglichkeit. Ja. Jetzt hast du selber vergeigt. Hä, warum? Ah, guck Du mal hättest. unten. Ja, du hättest da links auch zumachen können. Hätte ich es unten gesetzt, dann hättest du links, da wo ich das X reingemacht habe, zumachen können. Ja, jetzt ist unentschieden. Ja, Ja. ja, ja. Bevor wir jetzt aber nochmal machen, sollen wir eventuell nochmal einen anderen Modus ausprobieren. Können wir mal machen, ja. Okay. Main Also Menü, Menü. New Game. Dann lade ich dich gerade nochmal ein. Main Menü. Okay, Soll ich ich bin wieder das im Main Menü. Ultimate Forget oder das Ultimate Forget Total? Machen wir gleich das Ultimate Forget Ja, Total, mach oder? Forget total. Okay. So, ich lade dich wieder ein. Jo. Okay. Wer darf anfangen? Ich weiß es nicht. Ich, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier anders da ist. Ja, ich auch. Aber bis jetzt sieht es noch gleich aus. Wie er wieder die Mitte haben Das will, ey. Blöde, ja, das Blöde ist, dass du in dem Spiel echt quasi nicht deine Taktik vom eigentlichen Tic-Tac-Toe gar nicht spielen kannst. Ja, da muss ich echt nachdenken jetzt. Ha. Ich weiß aber auch nicht, was da anders sein soll. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ach, Mann. Ich mach bestimmt nicht in die Mitte, das kannst vergessen. Ich hätte dir den Link geben sollen und dann hättest du ihn wieder gemacht. Boah, ey, das ist voll geil. Ja, nee. Das ist scheiße. Ich will nicht in die Mitte. Ja, du musst aber. Nö, muss ich schnell. Aber scheiß drauf. Habe ich wenigstens schon mal ein X. Du gibst mir aber auch immer die beschissensten Felder, oder? Ey, du mir aber auch. Oh, ey.
Ja, komm schon, ey, das ist doch unfair. Dann mache ich. Alter. Ja, jetzt. Jawohl. Ja, ich weiß. Kann ich frei aussuchen. Hä, wo bin ich denn? Ah, oben. Jetzt muss ich auch überlegen. Ja, komm, jetzt kann ich wieder frei aussuchen. Ah, nee, halt, nee. Ich bin ja da drüben. Ja, ich habe dir halt das Feld gegeben, wo, ja, wo ich dachte, das ist noch das Blödste für dich. Das ist auch das Blödeste für dich. Eigentlich jetzt. Absolut. Habe ich dir gerade wieder das Dümmste für dich. Oh. Ja, das ist jetzt das Blödste für dich, oder? Ja. Weil du rein theoretisch meinen zumachen musst. Müssen tue ich's nicht. Aber die anderen sind scheiße. Oh. Ja, viel Spaß. Danke. Ah, wenn ich das zumache, dann darfst du auch frei auswählen, glaube ich. Glaube, es ist fast egal wie. Egal wo du setzt, ich darf jedes Mal frei auswählen, oder? Nope. Kannst du mir bitte so eine Scheiße geben? Tja, das ist halt, ja. Nein, das kann Und nicht das hast du sein. jetzt auch nicht gedacht, hä? Nee. Aha. Boah, ey, scheiße. Das sieht doch gut aus. Das kann ich da zwar zumachen. Aber du darfst frei wählen. Ja. Das wird. Danke. Ja. Wenigstens hast du kein Dreierding jetzt da oben. Doch. Hä? Hä? Hast du das gerade gesehen? Ja. Ah, dann hast du jetzt vielleicht einen Punkt gekriegt oder so, weil du ein Dreierding hast. Achtung, wie sieht es bei mir aus? Nö, jetzt habe ich gewonnen, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Okay, das ist ein komischer Modus. Ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zum Die Miete Fazit. hat nicht, die Miete, ja, würde ich auch sagen, die Miete hat nicht gezählt. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir, also ich gehe auf jeden Fall zurück ins Menü. Ja. So. Ja. Das Fazit. Gameplay. Gut, das ist jetzt ein simpel gemachtes Game. Also, ich fand jetzt schwer war es nicht mit dem Gameplay. Also, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht. Was meinst du? Ist Ja. halt, muss halt sehen, das ist kein Ego-Shooter oder so, das ist halt ein Simple Game und das fand ich jetzt gut, eigentlich. Ja, was würdest du an Sterne geben? Doch, Gameplay
Es war einfach, simpel, man hat alles verstanden. Ich würde da 4 Punkte geben, ganz ehrlich. Okay, weil da war ich noch ein bisschen im Wissenskampf. Ja. Ja, Gameplay. Das ist ein total simples Spiel. Meiner Meinung nach, das könnte ein Windows-Standard-Spiel sein. Genau. Hat Potenzial dafür. Funktioniert gut, der Singleplayer wird funktionieren. Gehe ich mal stark davon aus. Denke ich auch. Das mit der Einladung hat nach ein bisschen hin und her auch funktioniert. Ja, wenigstens kann man über Steam Freunde einladen. Das ist schon mal ein Ja, sehr guter Vorteil. das hat man nämlich letzten Sonntag mal nicht. Genau. Ja, wo ich halt auch ganz klar sagen muss, ist, ich gehe mal davon aus, diese Suchfunktion für einfach andere Spieler wird funktionieren, wenn andere Spieler auch sagen, aber das ist Spiele. Ja. Deshalb war ich so ein bisschen zwischen 4 und 5 von Gameplay, weil es funktioniert alles. Umhergerissen, aber wenn du bei 4 bleibst, dann bleibe ich auch bei 4. Ja, das hört sich gut an, ja. So, Benutzerfreundlichkeit. Also, ich finde es eine richtig gut schöne Aufmachung. Mit der Kreide gefällt es mir gut, wenn man da auch so rumschreibt. Das Menü ist auch mit der Kreide geschrieben. Es ist einfach zu raffen. New Game, Options. Options kann man eh nichts einstellen, grafikmäßig. New Game, Singleplayer, das ist alles schön einfach und billig. Also, was heißt billig? Also, simpel gemacht. Dass jeder das rafft, wie es geht. Also benutzerfreundlich finde ich jetzt mal 5 Punkte. Also wir haben uns sehr gut, das mit dem Einladen, das war jetzt ein bisschen komisch. Da Ja. musste man halt zurück, dann, ja, dann, ich weiß nicht, 4 oder 5 Punkte. Also ich, wenn man es weiß, dann 5 Punkte. Okay. Ja. Ja, weil wir Nutzerfreundlichkeit, ja. Generell muss man ganz kurz in die Optionen gehen. Ja, der einzigste Kritikpunkt, ja. Den hast du eigentlich gerade angesprochen, das mit dem Einlader, dass man im Hauptmenü sein muss. Eventuell habe ich noch einen ganz kleinen anderen Kritikpunkt, Leute, die kein Englisch können. Ja, Das Spiel geht nicht auf Deutsch umzustellen, das aber stimmt, aber es ist auch nicht schwer zu naja, verstehen. deswegen habe ich im Endeffekt auch nicht wirklich was dran auszusetzen, würde auch hier bei Benutzerfreundlichkeit sagen, 5 Punkte. Und somit sind wir bei Benutzerfreundlichkeit auch wieder bei 5 uns Ja, einig. genau. So, ja, Grafik, willst du da zuerst was sagen? Okay, dann kann ich machen. Was soll ich zur Grafik sagen? Hätte jetzt auch einfach. Sage ich jetzt mal, ein weißer Hintergrund sein können mit dem Tic-Tac-Toe-Feld und schwarze Striche. Aber man hat sich hier die Mühe mit der Kreide und so gemacht. Für das, was es ist, ja, finde ich es echt nicht schlecht. Ja, schlecht ist es auf jeden Fall nicht, aber. Würde Aber dass sagen, ich ganz fünf. gut ist es jetzt Aber auch ich nicht, wollte auch ja. gerade sagen, ich kann nicht 5 Punkte geben. Nee, nee. Dazu ist es auch einfach zu billig aufgemacht. Es ist nur im Das, da hätten wir Windows-Modus, es schon. ist kein Also 5 Punkte wäre Vollbildschirm. jetzt richtig Spezialeffekte noch irgendwie und Ja. 3D oder so. Das wäre jetzt für mich jetzt 5, theoretisch. Wie gesagt, es ist eben auch nur im Fenstermodus, es ist nicht Genau. voll die volle Größe und so. Deshalb, ja, ich würde bei 3,5 sagen. Oder Ja, darf ich nur ganze vergeben? weiß nicht. Müssen wir jetzt entscheiden. Die Dann halben kommen ja dann, wenn wir durch. Also, machen wir nee, ich nur will nur Ganze. Ganze, ja. Dann Okay, machen wir, okay, sorry, machen wir nur Ganze. also. Da würde ich 3 geben, ganz ehrlich. Ja, da bin ich, glaube ich, auch der Meinung, weil. Also, grafikmäßig bietet es jetzt nicht so viel. Es ist zwar schön, da ist eine Tafel hinten im Hintergrund und so, mit Kreide wird gemalt, aber. Da könnte man auch mehr machen. Ja, Also. es ist einfach das, für das, was geboten ist, ist super, wären es auch 5, aber Ja. ich kann nicht dem 5 geben und vielleicht dem Spiel, wo ich jetzt sage, das ist wirklich 5 wert, Ja, genau. dann, ja. Okay. So. Also Fun Factor, ich bin
total auf 5, würde ich sagen. Weil es hat mich jetzt echt überrascht mit dem einen Ultimate-Modus, dass man da noch nachdenken muss und so. Und es ist wirklich schwer nachzudenken, wie man dann vorgeht. Oh, also das hat mir richtig gefallen. Ganz im Ernst. Da würde ich 5 Sterne geben. Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte auch Spaß, auch wenn ich verloren habe. Ja, das ist gut, das verstehe man immer noch nicht, warum, aber ja, Ja keine gut, Ahnung, beim das ist. zweiten Mal, beim ersten Mal war es ja klar, aber beim zweiten Mal, das habe ich Ja. jetzt auch nicht ganz verstanden. Aber das ist auch nicht so schlimm. Das hat bestimmt was mit Modus zu tun, mit dem Forget und so, keine Ahnung. Ja, vielleicht wird die Mitte da einfach ausgelassen oder so, keine Ahnung. Ja. Ja, ich hatte aber auch meinen Spaß, deswegen, ja, können wir schon 5 geben, ja. Ja. Also würde ich sagen, das Spiel hat bestanden, oder? Ein Ja, also ich würde Top-Game. auch. Ich würde auch sagen, dass es ein Top ist und Ja, es ist ein ich würde es Top-Game euch für empfehlen. zwischendurch, kann man sagen, ja. Ich würde es euch empfehlen, Ultimate Tic-Tac-Toe. Wer Bock drauf hat. Genau. Dann Ich hatte ja, sehen. Ja. ich hatte ein Wort noch, ich hatte ja am Anfang, wo ich das mit dem Einladen und so wieder ein bisschen Probleme gemacht hat, echt Angst, dass es wieder ein Flop wird. Ja, das stimmt, ey. Ja, da ging aber auch nichts. Das ist echt komisch, dass man da, wenn man weiter drin ist im Menü, dass es da nicht geht mit dem Einladen. Ja, oder die Einladung annehmen, aber Da kann man drüber wegsehen. ja, dann Dann. ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau. Euch macht die Sendung vielleicht auch Spaß. Ist ja gerade mal das zweite Mal jetzt und Wir geben unser wir Bestes, dass sehen. jeden Sonntag auf jeden Fall 14 Uhr alles online kommt. Ja, deswegen würde ich auch sagen, nächstes Sonntag, 14 Uhr, gibt es das nächste. Genau. Dann sehen wir uns bis dahin. Ciao. Ciao. Yeah.